es jetzt nicht. Wieso? Wenn die Steuerung nicht funktioniert. Okay, gut. Dann eben so. Hallo! Gucken Sie mal das Intro an. Hoffentlich funktioniert jetzt der Mist. Vorhin hat die Steuerung auch funktioniert. Ah, gut. Die Ältesten der Alten reden von einer Zeit. Als Gelager das alte Königreich Exilia zum Tode verurteilt hatte. Es heißt, dass die Götter in jenen Tagen ein Kind mit Namen Gabriel gerettet hätten. Keiner wusste, wer seine Eltern waren. Er wuchs im Schoß seiner Adelsfamilie auf. Dort lernte er reiten und mit dem Schwert umzugehen. Schon in jungen Jahren begriff er bei einem Überfall auf sein Dorf. Es ist ganz Wesentliches. Die Schwachen leiden oft unter den Mächtigen. In jeder Nacht versprach Gabriel, dass er sich irgendwas. Er wurde zum Scharfrichter von Gelager. Sein Schwert fiel tausende zum Opfer. Die Grausamkeit seines Handelns machte selbst Gelager misstrauisch. Er befahl, das Geliebte zu töten und darzustellen, dass er keine Rivalen duldet. Ich kann diese Folgen nur sehr schwer lesen. Seine sah aus wie ein N, nicht wie ein R. Mit dem toten Körper seiner Geliebten in den Armen und der schweren Schuld auf den Schultern verwandelten Blutdurst und Dunkelheit das Herz von Gabriel zu Stein. In jener Nacht nahm er sich vor, Gelager und sein Reich zu zerstören. Er dachte nur noch an Rache. Und ich hab das Gelager vorgelesen, weil ich keine Ahnung habe, was diese Font soll. Ah, wundervoll. So, damit ein herzliches Moin Moin. Und willkommen zu einem neuen, entweder testweise Projekt oder längerem Projekt. Schauen wir mal. Lords of Exile. Und das darüber kann ich nicht lesen, weil ich kann kein Spaghetti. Drücken wir mal Start, bevor was passiert. Oh Gott, das ist mein Steuerkreuz an, nicht mein Steuerknüppel. Ach, das ist furchtbar. Egal. Moin Marcel, alter Knabe. Kann ich den Chip überhaupt sehen? Er sollte. Ein paar Worte. Zuallererst, wenn zwischendurch mal die Hintergrundaudio kurz weg ist, dann liegt das daran, dass ich ein Skript laufen lassen muss, was meine Audiokanäle flasht und resettet über Fade and Fade Out, weil Windows einen Soundfehler hat, der auch leider jetzt mein PC befallen hat, was OBS betrifft, und ich dagegen anderweitig nichts tun kann. Muss man mit leben, hat nichts mit eurer Technik zu tun, das ist einfach hier nur so alle 5 Minuten quasi. Oh Gott. Des Weiteren, Lords of Exile. Was ist das? Was tut dies? Keine Ahnung. Ich habe es in oder auf Twitter besser gesagt mal gesehen, dass in der Entwicklung war. Vor, ich glaube, schon einem Jahr hat sich das dann entdeckt. Und der ganze Stil hat mich halt sehr an Bloodstained Curse of the Moon 1 und 2 erinnert. Die ich beide recht mochte, den ersten mehr als den zweiten. Und die ich beide weit mehr mochte als Bloodstained Witcher of the Night, was ja eigentlich das Hauptevent sein sollte. Und das Spiel halt so eine gewisse Ähnlichkeit hat, dachte ich, okay, gut, gebe ich ihm ganz mal eine Chance. Ich meine, die Optik schaut schon mal recht schick aus. Und daher, das Soundtrack ist ja auch ganz cool, aber natürlich steht und fällt alles mit dem Gameplay. Und da schauen wir mal. Ich muss erstmal jetzt mal gucken wegen Gamepad. Oh, das geht nicht mit Steuerknüppel. Eine ganz große Klasse. Okay, das ist doof. Nein, ich will nicht. Nein. Rufen, abbrechen. Ich habe keine Ahnung. Wieso kann ich dich jetzt nicht belegen? Was zum Geier? Und ich habe... Was ist bestätigen?
Okay, gut. Versuchen wir das Ganze nochmal. Das ist sehr komisch, aber gut. Links, rechts, oben, unten. Springen. Ich habe keine Ahnung, was Rufen abwechseln ist. Von daher Rufen, angreifen, Wurfwaffe. Keine Ahnung, ob das die Standardsteuerung ist oder nicht, aber hey, sicher, sicher. So, schauen wir mal. Wie ich einfach mal auf Deutsch, weil es jetzt eine deutsche Vertonung hat. Deutschen Text hat, also warum nicht? Start. Stüppel 1 leer. Burg von Samantha. Die Highschool-Liebe schlechthin. Bisher ist der Soundtrack schon sehr geil. Oh, sieht einfach aus wie Cursed Moons 1 und 2. Davon auf, wie geht's dir, Masel? Alter Junge. Alles schick. Das ist einfach mal absolut. Ich bin nicht Gabriel. Gabriel, ich bin nicht Sangetsu. Sondern Gabriel, so. Also keine weiteren Angriffe. Ich kann auch nicht rennen. Schatten wechseln. Ich glaube, es ist einfach wirklich Cursed Moons 1 und 2. Sogar mit hilfreichen Skeleten. Als waren die Gerüchte wahr. Gabriel, der Scharfrichter. Scharfrichter. Das Exilia ist hierher gekommen, um Rache zu üben. Ich bewundere deinen Mut, auch wenn ich nur als gefallener Krieger in Erinnerung bleiben werde. Ich werde versuchen, dir zu dienen. Du findest mich im Knochen, wie diesen. Ich werde dich beobachten. Cool. Schau mal. Das ist jetzt so quasi trollmäßig. Uff. Oh nein, Blut. Ah, die Hitbox ist lang draußen. Da komme ich nicht hoch. Ah, ich hab einen Slide. X. Ah, jetzt habe ich Subgames. Also Messer wahrscheinlich. Ja. Okay, das war schon mal sehr schlecht. Das halt nicht. Okay. Dann schauen wir mal. Oh, was habe ich eingesammelt? Ich habe keine Ahnung was. Also ich habe entsprechend Lag auf. Auf Slide. Jetzt verstanden. Okay. Ocean Input oder was? Ich hab keinen zweiten Sprung, das ist ungünstig. Ah, neue Waffe. Ah, das ist quasi der Axtersatz. Okay, sehr viel Lag und nicht die fetteste Hitbox. Oh, Junge. Okay. Und alles macht entsprechend Schaden. Die erste Herausforderung. Käse und Fies. Oh, das Gas macht auch Schaden. Einfach alles macht Schaden. Ja, wir haben ein paar als Scrolling. Und Dinge im Vordergrund. Da habe ich zwei Wege oder was? Ach, dann klettern, wenn ich will. Ich fahre auch hier weiter. Was bist du? Wenn du genügend Gold hast, kannst du es hier verretten. Viel Glück! 20. Dann machen wir mal. Nein, oh schlecht. Das ist gar nicht so schwer. Well, ungünstig.
Wir werden es eines Tages erfahren. Okay, ich kann davon abspringen. Er ist träge. Okay. Aber ich behalte mein Gold, so wie es ausschaut. Ist ja schon mal ganz nett. Oh, der Nacheffekt hat scheinbar ein bisschen mehr Reichweite, wenn das jetzt bei Gegnern entsprechend war. Ah, ich kann die Fässer kaputt schlagen. Schau mal hier. Aha. Das macht's leichter. Ja. Bisher ist das ziemlich träge. Also er sollte eventuell auch schreiben, nicht nur denken. Was? Also hast du jetzt einen Gedanken mit mir geredet, oder was? Oh, warum? Warum tust du sowas? Warum? Gott, richtig schlecht. Wow. Warum bist du auf länger auf Arbeit? Warum tust du sowas an? Geräusche. Go. Ist nicht hier lang oder was? Oh, also hast du Muskelkater. Hey! Super Mario World! Oh, das Zeit macht. Also entweder macht der nicht genug Schaden. Geht, sagt er. Na, mal hin. Und bei was hast du geholfen? Oh Gott. Achso, einfach Polizeizeug. Ich dachte jetzt mal so was Privates oder so. Der Geist. Schönes Gesicht hat der. Oh, Alter, diese Sprünge! Oh, ich kann das einfach nicht damit canceln, oder was? Warte. Nee, wow. Dein Ernst? Nicht. Der habt dann einfach, oder was? Also es geht einfach nicht von sich aus runter? What? Moment. Okay, scheinbar nicht. Scheinbar geht das nicht. Na gut, dann sind einfach nur sehr knappe Sprünge. Oh Junge. Also, knapp. Ich darf halt nur nicht zu früh, weil ich bin ein ziemlich träger Klotz. Es ist wie im echten Leben. Und jetzt kommt wieder der Geist. Bam. Belastend, würde ich mal sagen. Oh, Boss. Okay, dann schauen wir mal, was passiert. Na, wer bist du? Dieser Wald beherbergt etwas Böses. Ich habe viele hinein. Achso, es ist ein Komma oder sowas, keine Ahnung. Aber niemanden herauskommen sehen. Samantha, so schön und so gnadenlos. Ein Fehler und du bist dir Untergang geweiht. Hier, diese Sensen werden dir helfen. Viel Glück, Fremder. Noch mehr Sensen, aber es geht nicht über das generelle Maximum hinaus. Okay.
Knorinski hat mir nichts zu sagen. Okay. Machst du Kontaktschaden, wer ist denn gefallen? Schaden! Nee, du machst keinen Kontaktschaden, okay. Okay, das Spiel fackelt nicht lange mit der Herausforderung. Oh, Junge. Aber okay, sie macht keinen Kontaktschaden. Das heißt, ich kann so diesen komischen Samurai-Kopf hoffentlich ausweichen. Okay, nicht schwer. Aber Schaden. Sterben. Jetzt die zweite Phase. Oh! Ja, das. Okay. Also auch wie Desperation Moves. Neue irgendwas freigeschaltet. Okay, 10 Minuten. Das Tronkeda Gold. Ich hab kein Zwischenspeichern oder sonstigen Kram, okay. Select. Schaden. Die Reichweite deines Schwertes ist größer. Okay. Das kann ich jetzt annehmen. Ist das jetzt schon aktiv? Das sieht doch anders aus. Ah. Okay, nehme ich. Schauen wir mal, was passiert. Das war schon mal ganz cool. Das hat mir einiges beigebracht. Aber es gab auch keine Schwierigkeitsgabe oder so. Das ist ein bisschen komisch. Ah, ich muss dann hochspringen selber. Hier geht es wahrscheinlich runter. Böse Augen hinter mir. Ich weiß nicht, ob er direkt einen Hitbox am Körper hatte oder ob halt Schläge quasi Immunität erhöht. Oh. Aber es ist kein bester Winkel. Ich kann danach so meinen Sprung noch ein bisschen beeinflussen. Also ich muss noch nicht sofort nach vorne drücken. Alles wichtige Dinge zum Lernen. Okay, die Musik ist weiterhin bisher absolute Banger nach Banger. Oh! Na! Da hab ich jetzt gepennt. Oh. Ripp, was auch immer du warst. Wieso ist hier. Da ist doch gar nicht etwas. Kann nicht Kontos hier sein. Ich spring einfach mal. Was zum Geier? Wofür ist diese Kiste? Aber die werden uns sowas hängen. Oh, es bleibt sogar dabei stecken. Wie cool ist das denn? Aber okay, keine Ahnung, wofür diese Kiste ist. Eventuell gibt es irgendwie Second Playthrough-Gedöns oder sowas. Ich sehe auch gerade, dass ich mein Gold scheinbar die ganze Zeit behalte. Also könnte ich da über die ganze Zeit Gold grinden oder was?
Oh, ich kann von der Leiter auch schlagen. Das ist praktisch. Na, lauf auf. Ah, Treffer. Bringt nur nichts. Als erstes soll es noch okay. In die Plattform geht schon runter, also besser. Ganz toll. Weil ohne Kiste, die scheinbar keine Funktion hat. Hoppa. Nein! Ach, das ist nicht liegen, das ist aber scheiße. Ich kann auf die Zeit nicht so viel Early canceln oder sowas. Nee, kann ich nicht. Hm. Ich glaube, ich soll ihn nicht bekämpfen. Okay, irgendwas hat er gesagt, wahrscheinlich Magie, die ich jetzt nicht habe, weil... Ah! Okay. Aber, ja, wo ist die HP-Auffüllung? Was? Wurde ich verarscht? Ach so, ah, verstehe. Jetzt Kiste dann, okay. Ach so. Jetzt schon Boss? Ich kann meinen Schlag da nicht canceln. Was zu... Wie soll ich denn da... Okay, also ich mir die Messer für die zweite Phase auch auf. Oh, okay. Ach so, ja genau. Zum Geier? Soll ich das denn machen, ohne getroffen zu werden? Egal, das war der Boss. Scheinbar. Why?
Onako, die stille Göttin, übergibt das Gold der Gefallenen. Das Gold der Gefallenen an diejenigen, die vor ihr knien. Du hast ihr Ritual überstanden und sie hat dir den Schatten von Katsu übergeben. Mit der Zeit füllt sich ihre Fluchbalken tun. Wenn der Balken der Macht blinkt, klicke auf diese Taste, um einen Schatten zu beschwören. Y. Halte die Angriffstaste bei aktivierten Katzenschatten gedrückt, um eine Energiewelle auszulösen, die spezielle Mauern zerstört. Das kann im Kampf sehr nützlich sein. Okay. Okay, das ist dann so eine quasi, ich kann nicht Phase. Und ich kann ich jetzt nicht wieder loswerden? Ah, okay. Ja, Tatsache, jetzt bist du ja die ganze Zeit draußen. Ah, und das lädt sofort auf. Ansonsten muss ich halt warten. Okay. Na dann schauen wir mal. Jetzt brauche ich mir ein Messer. Kommst du einfach nicht rüber. Die Musik ist sehr gut. Ah! Nein, die Idee war da. Ach, da habe ich die Sensor. Ach, ich kann auch sofort damit landen. Okay, aber das ist jetzt halt super scheiße. Dann schauen wir mal. Dann Kampf hilft mir den nicht. Okay. Ah, Wasser ist wahrscheinlich tödlich. Wenn ich raten müsste. Haben wir Schaden. Ich habe noch keine Maschine gefunden. Bomben? Es ist ein Soft-Weapon. Also quasi Weihwasser-Ersatz nur in Extrem. Also explodiert scheinbar kurzzeitig. Also Flugging? Ach, und das liegt Soft-Weapons auf. Uff. Okay, scheinbar kann ich das nicht kaputt machen. Hier kann ich es auch klettern wieder. Oh, Wasser steigt. Sehr uncool. Das ist der bessere Weg, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Sprünge machen soll. Oh, Schäfer. Kommst du gerade so? Oh, es hat nicht gereicht. Ich hab's auf die Bomben nicht mehr. Oh, wie scheiße. Schade, die waren cool. Na gut. Das Schwert geht immer vor, aber nicht halt instant.
Oh, Geheimnis. Es sind ja noch nicht so viele verschiedene Gegnertypen, muss man sagen. Level-Gimmicks sind noch auch recht begrenzt. Oh Gott, ich kenne uns dein Ernst. Schauen wir mal, wie das wird, ey. Wahrscheinlich eine Katastrophe. Ah, Barsche! Hier geht. Und dann schauen wir mal. Man könnte jetzt denken. Ach, ich musste das machen. Okay. Okay, die Hitbox ist aber zu. Aha. Oh Gott. Boss! Aha. Okay. Was ist diese blaue Leiste? Aber ich weiß so nicht die Erwartung. Das war kein Schaden, scheinbar. Oh, guck mal. Einfach dranbleiben. Ich kann schneller bashen als er. Oh. Oh, der Körper macht keinen Schaden. Okay, wo jetzt, wo jetzt? Oh, keine Desperation-Attacke. Fähigkeit freigeschaltet. Ey, das ging auch voll klar. Bonus-Löschen 120, ich hab keine Ahnung, was das heißen soll. Gipfel der Verzweiflung. Ich würde gerne wissen, ob ich zwischendrin einfach beenden kann. So. Weiter in den Shell ist besser. Drücke auf die Taste springen, während du in der Luft bist, um einen Doppelsalto auszuführen. Ey, das ist gut. Da ist noch. Du siehst auch an den Schatten, dass du halt dann schon den Salto benutzt hast. Was zum Geier ist das da im Hintergrund? Ist das Attack on Titan X Silent Hill oder was? Könnte der Boss sein. Ich bin ja mal gespannt. Lässt sich auch dieser Sprung noch viel besser einsetzen. Und ich kann auf die Plattform. Oh Gott. Trau dich, James. Oh, oder auch nicht. Ich dachte, ich habe jetzt deinen richtigen Riecher, aber scheinbar nicht. Oh. Typ mit Schwertmarke riesengroß. Ja, okay, das war. Durchaus. Okay.
Oh hey, die Golem kenne ich auch. Das ist ein bisschen sehr, sehr stark dran orientiert, okay. Das ist ein bisschen sehr stark an den Gegner orientiert. Ist das hier mit das gleiche Team? Das ist ja Pixelhard. Ich weiß nicht, ob das gleiche Team ist. Ah. Na gut. Ich würde sagen, wieso kannst du auf Wasser laufen? Aber nein. Oh, die Firma soll ich gar nicht sehen. Da wäre ich ja noch. Komm her. Geht nicht. Also die großen Jungs sind bisher ein bisschen blöd vom... Oh, die Decke ist höher, ist das dein Ernst? Was? Jetzt halt die ganze Zeit den Chargen kommt halt nicht dran vorbei, ne? So, du kannst dich jetzt aufladen. Oh, was? 3, 1, 2, 3, 1. Aber die ist jetzt rot. Nein, was? Ich hab keine Ahnung, wofür das jetzt steht. Ah. Na gut. Und jetzt muss ich halt warten, dass ich da weiterkomme, ne? Auch so ein bisschen ein komisches Feature. Weil ich halt nicht zwischendrin halt wieder deschwören kann. Oh, das wollte ich nicht, aber okay. Au. Los! Oh nein, ich hatte noch ein HP! Oh, und den ganzen Abschnitt. So kann's gehen. Okay, ich nehme mal den Geist auf, wenn ich ihn wieder brauche. Ja, wie jetzt zum Beispiel. Das ist ein bisschen sehr komisch mit dem Geistermechanik, muss ich mal so nebenher einräumen. Ein bisschen schneller laufen könnte, wäre das ganz cool. Ja. Also das ist einfach nur aufgefüllt, dass ich die rote Sense nehmen müssen oder was? Keine Ahnung. Hau jetzt ein, du hast zwei Schwertschläge aus. Auch gut zu wissen.
Aha, ein Shop. Na, den werde ich schon mal mir kurz anschauen. Ah, ich muss sogar hier hin. Drehschild. Drehende sind... Nee, es wäre sogar was gewesen. Drehschild. Ah. Okay. Hyper Boomerang. Dann schauen wir mal. Oh, der Drehschild ist dann weg. Denn wow. Wow. Reicht das überhaupt? Okay, ich kann hier ran. Na. Wow. Well. Das waren verschwendete 70 Gold. Auch gut, er braucht schon Geld. Die Slotmaschine hatten wir jetzt nur an Geweiz. Also in Kisten ist ein bisschen sehr nervig, Mann. Wenn du beim ersten Mal nicht weißt, was jeweils drin ist. Ich komme scheinbar hier vorbei. Ah! Ich glaube, ich gerade eine Slotmaschine. Kann ich hier hoch? Sieht so ein bisschen nach aus. Aber scheinbar nicht, nein. Ja, bisher hat mir Knochinski auch nicht wirklich geholfen. Muss ich mal sagen. Hat jetzt was gebracht? Bonus 3. Verstehe ich nicht. Jetzt bin ich ganz auf diese 3 fixiert, das ist dumm. Statue, 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 nachmessern. Ja. Nachmessern, nachmessern. Ach, das ist dann mal 3 oder was? Ah, verstehe. Aha. Ja, warum nicht? Jetzt habe ich Games 15, jetzt habe ich noch mehr, was? What? Das war ja mal gerade Beschiss! Deswegen geht man nie ins Casino. Also du arbeitest da. Wenn ich jetzt Exit mache... Ah, dann gibt es entsprechend Geld. Also ja, Geld verdienen ist hier nicht schwer. Okay. Lass mir das einfach mal so. Ach Gott, dein Ernst.
Okay, das geht auch. Für HP. Oh, jetzt reicht das. Was? Sein Schuss geht jetzt nach unten? Was, dieser Bollocks? Aha. Oh, und jetzt heißt es warten auf diesen Geist. Das ist dein Ernst. Oh, zwei Schaden. Okay. Nicht so kostenlos, wie ich gerne hätte. Ach ja. Dann hat er jetzt auf einmal Iframes, während er da in dieser Haltung ist. Das ist ziemlich albern, möchte ich nur so nebenher anmerken. Oh, Bomben sind sehr effektiv. Das ist natürlich gut. Das geht jetzt nicht, okay? Ach. Okay, Bomben praktisch. Wieso mehr jetzt einen HP-Punkt hätte, wäre schon ziemlich cool. Okay, aber ich hab eine Idee. Yeah! So, was hier? Nichts. Wir leben! Da war ein Block! Wieso kann ich mir ein Drehschild kaufen, wenn er nichts bringt? Das ist alles sehr... Vor allem dieser Übergang war sehr seltsam, aber okay. Ich brauche die Bombe. Bombe gut. Oh, da war ein Wurm. Gar nicht gesehen. Camouflage. Aber Geld verdienen ist schon mal nicht schwer an so einem Casino-Ding. Na, scheiß Decke! Und jetzt geht der Sprung auch nicht. Das fand ich alles in Curse angenehmer. Okay. Außerdem ist ein verflucht langes Level, ey. Jesus, Jimmy Cricket. Die Erlaubung hätte ich mir auch quasi sparen können. Ich dachte halt, jetzt kommen wir mit dem Boss. Ja, ich verstehe das mit dem Drehschild echt nicht. Ich habe auch sehr das Gefühl, dass er einfach randomized ist. Mann! Jetzt Boss, oder? Okay. Ach so. Ja, das war jetzt ja
sehr vorhersehbar. Ich bin nur hier. Ich steck fest. Ich steck. Okay, gut. Das kann ich. Irgendwo noch Felsen. Ja. Mag da. Bitch. Oh, das ging voll klar. Was ist denn bisher das Leichteste am gesamten Spiel, Mann? Okay. Was habe ich jetzt? Zielloser Reiter. Boah, 5, 6, 7, 8. Wer weiß, was danach noch alles gibt. Oh, was? Autoscroll oder was? Oh, es geht. Auf die Mühe. Außerdem sitzt er einfach ein Zug. Jetzt starte ich mit meinem Drehstrom. Du wirst durch Schilde geschützt geboren, die sich um dich herumdrehen. Okay. Okay, das ist einfach so generell. Ja, krasse Schützen, Mann. Die machen halt Schaden dreimal. Uiuiui. Okay. Kann ich einfach beenden? Ah, okay. Ich mach irgendwas mit Extras dann. Gut, wie viel haben wir denn jetzt am Taco? Boah, ja, würde man sagen, eine Stage können wir machen. Das ist dann, glaube ich, die Hälfte. Aber ja, bisher. Gemischte Gefühle. Bisher gemischte Gefühle, muss ich mal so sagen. Ah, jetzt hätte ich angegriffen. Okay. Die große Frage ist, unverwundbar ist das nicht. Nein, man kann sie nicht. Sehr cool. Kann ich nicht rein, okay. Ah, ein zweiter! Zweiter Arsch. Ah. Schaufeln! Ich schätze nicht vor Prometheus oder sowas. Okay, die Prometheus kann man wegschlagen oder so. Uff. Bom! Yay! My favorite stuff! Ach, schiebe die Bombe. Sie. Reichweite. Sehr sexy. Lass mal schauen. Aha, Leben. Sehr gut. Bomben behalten. Bomben sind gut. Oh. Ich bin mit dem Material ja auch weg. Das kostet doch jedes Mal 3 pro Benutzung. Das ist eine komische Anzahl dafür, aber wahrscheinlich wäre es sonst nicht gebalanced gewesen. Oh. So. Ey. Alles vollkommen okay, weil.
Scharfe Typen sind gemein. Oh Gott. Wenn er natürlich einfach spontan anhält, ist natürlich blöd. Nein, es kam der. Well, oh. Ah, jetzt haben die generell einfach schon diese Fähigkeit. Oh, die Steine machen Schaden. Okay. Oh, das geht einfach durch, wie gemein. Bomben! Mein Favorite! Ach, diese Reichweite einfach göttlich. Die Bomben sind bisher das Beste am Spiel. Ungelogen. Kannst du den nächsten Checkpoint bitte erreichen? Aha! Checkpoint gut. Bomben hilfreich. Bomben gut. Bomben sexy. Jetzt sind wir auf dem Boden. Okay, das killt instant. Auch gut. Okay, hält einfach eine Million aus. Oh, schade, hätte ich viele Bomben kaputt machen können. Nein, ich brauche jetzt keine Bomben. Jetzt ist mir auch egal. Jetzt spare ich mein Geld. Zweiten Geist. Ja. Oh. 10 Gold. Ich hätte auch im Casino 10 Minuten verbringen können und schon das hier reicht. So viel Lag, ey. Hey, Slotmaschine. Kurz vorm Boss oder was? Okay. Ja, ich möchte gerne. Oh, die kostet 132 das Stück. Uiuiui. Ich hab 3A. Einfach ist gar keine Musik dabei. Dramatisch. Wahrscheinlich dreifachen von dem Preis, den ich zahle. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Ja, ich glaube, ich habe recht in meiner Theorie. Ich bin reich! Ist das albern. Ich frage mich, was dieses blaue Dingens bedeutet. Nach den Deutschen. Ja.
Ach, jetzt habe ich immer noch Dreierbonus oder was? Okay. Nach den Deutschen. Schaut aus wie eine Magieflasche, aber wir gucken einfach mal. Ja, es ist für Sub-Weapons. Okay. Wieso? Wieso muss ich das immer dreimal machen? Das ist so seltsam. Ja, und das andere sind halt einfach die deutsche Sub-Weapon. Die sonst fast immer eigentlich hast, also von daher ist das ziemlich seltsam. Oh, es gibt mehrere Achievements dafür. Okay. Mal nachdem wir auf dich hintereinander machen, ohne abzubrechen. Okay. Außer ignorieren, weil ich mal hier pflegt. Okay. Krasse Sub-Weapon, die man sich da spielen kann. Okay. Okay. Schon viel. Finish Level wird dein. Yay! Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich nicht, wenn ich gestorben bin. Wupp, wupp. Nagoros Zorn. Okay, bisher ist das alles serviert. Na gut, so, was ist mein neues Relikt? Kopfgeldjägerschwert. Dieses mächtige Schwert fügt den Gegner doppelten Schaden zu. Ah, die Farbe hat sich auch geändert. Quasi Travis Touchdown. Okay, das soll mir erstmal reichen. Ja, also mega geflasht bin ich jetzt nicht. Ich finde das eigentlich schon fast allen Belangen schwächer als Curse of the Moon. Also 2 bisher, muss ich sagen. Ja, das Gameplay ist noch restriktiver. Die Abwechslung ist, also nicht, dass die halt davor schon Meilensteine waren. Es waren halt sehr simple Castlevania-Likes inspirierte Spiele. Das hier ist quasi noch ärmer, was halt Gegner und Hindernisse betrifft. Mal, also abseits von dem, was halt definitiv
sehr gnädig inspiriert ist, möchte ich mal so formulieren. Nein, es war es noch nicht, das war die Hälfte, aber es war jetzt eine Stunde, das reicht erstmal. Weil ich will bitte noch was anderes streamen, von daher. Bisher meinen Ersteindruck geben. Also auf jeden Fall halt abwechselnd das Ärmel, wie ich finde, und die Steuerung finde ich sogar einen Tick nerviger. Weil das Spieltempo, also abwechselnd du hast den Dash, den du den hattest, war auch schon ein Curse, nicht sonderlich höher. Aber auf jeden Fall höherer. Und Bodenmobilität ist echt schlimm. Also ohne den Double Jump wäre das alles 10.000 Mal schlimmer zu spielen. Und vor allem viele Aktionen, die einfach richtig viel Commitment haben. Der nach unten Stoß, der Slide. Selbst Items sowas werfen geht halt langsamer und halt lässt sich halt länger bewegungsunfähig. Plus, es ist immer ein seltsames Zeichen, wenn die Stages schwerer sind als die Bosse. Das hatte ich bei den Curse-Spielen, bei beiden jeweils nur bei einem Level, wo ich die Stage schwerer fand als den Boss, zumindest was das erstmalige Spielen halt betrifft. Hier habe ich bei den Stages gerade massiv mehr Probleme als bei den Bossen. Ich meine, dafür endlich Leben und eine Menge Checkpoints, das ist halt sehr großer Komfort und senkt auch da ein bisschen die Schwierigkeit, das alles am Stück machen zu müssen. Wobei auch hier echt einige Dinge drin sind, wo beim ersten Mal du nicht wirklich Bescheid wissen kannst. Aber ja, plus die Handlung ist so null vorhanden, abseits von dem Intro. Es passiert dazwischen ja gar nichts. So null. Aber ja, das ist soweit erstmal zu Lords of Exile. Wir beim nächsten Mal machen wir dann einfach... Mal schauen, ob es dann der Rest ist nach der achten Stage. Aber kann sein, dass sich irgendwas über extra freischaltet und hast du nicht gesehen. Vor allem hätte ich jetzt mal irgendwie so einen zweiten Geist oder so erwartet. Aber generell das Geistersystem ist... Ja, sehr viele komische Systeme, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber naja, was auch immer. Wir machen die dann beim nächsten Mal weiter mit Lords of Exile. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt mit Fähigkeiten und sonstigen Kladderadatsch. So, dann würde ich wahrscheinlich gleich weiter streamen wollen. Oder gleich, also erstmal halt kurz wieder futtern, so das Übliche. Muss mal schauen, was ich mir da raussuche. Ich muss auch noch was für morgen vorbereiten. Vielleicht mache ich das vorher. Man wird ja sehen, ob ich dann live gehe oder nicht. Von daher lasst euch überraschen, haltet ihr auf Discord. Und ich sage, man hört und stört sich beim nächsten Mal. Ciao!